Bist du Wells? Jackie, por favor. Ich bin Vi. Du hast Fracht, die transportiert werden muss? Wo ich herkomme, gibt man erst ein Stück von sich selbst preis, bevor man übers Geschäft redet. Eine Art Brauch oder nur gute Manieren. Na, dann fang du zuerst an. Gebürtiger NCer. Haywood fließt durch meine Adern. Ich war noch nie in NC. Das sagt mir nicht sonderlich viel. Stell dir einen Ort vor, wo jeder wie dein Bruder oder deine Schwester oder zumindest einen... ...fernter Cousin ist. Klingt einleuchtend. Man muss sich nicht mögen, aber man gehört zur Familie. So ist es in Haywood. Außerdem sind alle bewaffnet. Und du? Man könnte sagen, ich komme aus meinem eigenen Haywood. Wir zwei werden blendend miteinander klarkommen. Die Fracht. Laden wir sie ins Auto. A huevo. Hatte schon gedacht, du kommst nicht. Ich wurde aufgehalten. Und du warst nicht gerade leicht zu finden. Wollte unbemerkt bleiben. Der Sheriff wirkt wie ein ziemlich missgelaunter Hurensohn. Ja. Schwergewicht. Also, fahren wir los? Hast du das Frachtverzeichnis vom Transport? Hat der Fixer dir keine Infos zum Job gegeben? Hat er. Wollte nur sicher gehen. Hör mal, Joe. Wir sind beide Profis, oder? Sag mal, du hast doch schon mal was geschmuggelt, oder? Warum hast du Angst? Ich? Por favor. Naja, vielleicht ein bisschen. Scannen uns und checken unsere Papiere. Okay. Ich übernehme das Reden. Inspektionsbereich fahren. Bitte im Fahrzeug bleiben. Die Sicherheitskontrolle beginnt gleich. Hab ein echt mieses Gefühl. Gib mir das Frachtverzeichnis. Das müssen Sie angucken. Ja, nimm. Lass mal sehen. Als verlustig abgestempelt. Perfekt. Was soll das heißen? Die Lieferung wurde schon dafür registriert, gleich hinter der Grenze verloren zu gehen. Wow, also wissen die, dass wir schmuggeln? Sie werden es gleich rausfinden. Der Besitzer des Fahrzeugs im Inspektionsbereich hat sich für weitere Fragen zu melden. Oh, chingada madre. Was jetzt? Wenn wir wollen, dass dein Zollbeamter nicht so genau hinguckt, müssen wir ihm was geben. Hast du den Credchip mit dem Bestechungsgeld dabei? Oh, ach ja, fast vergessen.
Klar. Vergessen, ha? Huh? Ich lasse den Motor laufen, falls wir uns schnell verpissen müssen. Mach das. Wenn Sie die Grenze überqueren, eröffnen wir das Feuer. Begeben Sie sich zur Befragung in das Büro. Alle anderen Bereiche sind gesperrt. Alle Waffen müssen hier abgelegt werden. Bitte in Zimmer 2 melden. Pass mal auf! Setz dich. Papiere. Ich kenne die Regeln. Es ist alles da. Könnte sein oder auch nicht. Werden wir sehen. Was transportiert ihr? Hier steht's. Alles? Das hier gehört noch zum Frachtverzeichnis dazu. Ah ja. Zu welchem Nomadenclan gehörst du nochmal? Ich gehöre zu keinem Clan. Ich arbeite allein. Mutig und ziemlich unklug. Immer wenn ich jemanden wie dich sehe, bin ich dankbar, nicht auf deiner Seite vom Tisch zu sein. Kann ich glatt erwidern. Geh schon. Dein Partner wartet im Wagen auf dich. Vergiss nicht, deine Sachen mitzunehmen. Vorsicht mit dem Spielzeug. Und willkommen in Night City. Diese kleinen Scheißer denken, Night City ist eine Art Schlaraffenland. Ach, was erwartest du? Jung und naiv. Was nur ein netteres Wort für dämlich ist. Abstand halten! Was ist da drin passiert? Sag ich dir gleich. Erst müssen wir hier weg. Ja, okay. Sagst du mir jetzt, was da drin passiert ist? Sagen wir mal, ich habe ein schlechtes Gefühl hierbei. Oh oh. Passiert dir das oft? Selten. Riecht das für dich nach Ärger? Fahr, Jackie, fahr einfach. Da kommt jemand. Das sieht nicht gut für uns aus. Sofort das Fahrzeug anhalten! Nichts wie weg hier! Bin dabei! Ihr transportiert Schmuggelware, die Konzerneigentum ist. Ich wiederhole, sofort anhalten. Scheiße. Thank you.
Wir hängen sie ab! Finger nach ihm! Madre! Weiter. Hier können wir nicht bleiben. Der Ort wirkt verlassen. Wir halten hier an. Ich muss ein paar Sachen regeln, bevor wir weiter können. Scheiße! Die hätten uns fast erwischt. Das nennst du Schmuggeln? Chingado! Das sollte glatt laufen! Ohne Probleme! Wenn du denkst, das war meine Schuld, dann hab wenigstens die Eier und sag's. Weiß nicht. War's deine Schuld? Die Grenzbeamten haben dem Konzern gesteckt, dass wir ihre Fracht haben. Was fällt diesen Grenzpissern ein, uns zu ficken, wie es ihnen gefällt? Ohne irgendwelche Konsequenzen! Er hat was riskiert. Hat geahnt, dass kein Clan hinter uns steht. Und er hatte recht. Oh, pendejamente ridiculo. Und was jetzt? Wir sind über die Grenze. Jetzt bezahlst du mich und unsere Wege trennen sich. Bin allerdings etwas abgebrannt. Kann dich also gerade nicht bezahlen. Aber du kriegst deine Kohle, sobald ich für diesen Konzernscheiß hier bezahlt werde. Und du erwartest, dass ich geduldig darauf warte, ja? Ehrlich gesagt wollte ich dich gar nicht bezahlen. Hatte vor, abzuhauen, sobald wir über die Grenze sind. Aber du bist in Ordnung. Du hast mich reingelegt. Tut mir echt leid, gegen den Ehrenkodex von Schmugglern verstoßen zu haben. Und? Was nun? Jetzt gucken wir mal rein. Sesam, öffne dich. Oh, Scheiße. Da steht Arasaka auf der Kiste. Wir beklauen ganz fette Fische. Dann machen wir hoffentlich Fettkohle damit. No mames. Ein echter Leguan. Kleiner Antillen-Leguan, glaube ich. Kleiner Anti, was? Ja, hab was im Fernsehen über sie gesehen. Sind vor 30 Jahren ausgestorben. Die kommen von den kleinen Antillen. Bist weit gereist, mein schuppiger Freund. Meinst du, du kannst den zu Geld machen? Klar, sollte uns zufriedenstellen. Uns? Ja, Partnerin, halbe halbe. Jeder halbwegs vernünftige Fixer findet einen Bonzen, der an sowas interessiert ist. Eigentlich schade. Wollte schon immer ein Haustier. Ich hätte ihn Manny genannt. Sag mal, hast du eigentlich schon Pläne, was du in Night City machen willst? Warum fragst du? Weil ich das Gefühl habe, du hast eine Menge Zeit und nichts zu tun. Und in NC kommt man ohne Kumpels nicht besonders weit. Aber keine Sorge, ich helfe dir, eine Unterkunft zu finden. Musst dir irgendwo leben. Wichtig, Leute zu haben, auf die du zählen kannst. Familie und so. Vielleicht findest du ja eine neue in Night City. Danke, das weiß ich zu schätzen. Komm schon. Zwischen uns beiden stimmt die Chemie. Wäre ein Jammer, das zu verschwenden, Partnerin. Hey! Oh, verschmustes Mistvieh. Weißt du was, Jackie? Du bist auch ganz okay.
Ah, das meinst du doch nicht wirklich, Chica. Okay, Partner. Schaffen wir den Leguan weg von hier. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City, der Stadt der Träume. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Klar, kann nicht schaden. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt! Station 1, du Made! Los, los, los! Ich hoffe, du... Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Zurück zum Training, Rekruten. Geh in Deckung!
wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Tools dabei. Du weißt, was zu tun ist, Bing. Plattform, dann geht's weiter. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsituationen einsetzen. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalte ihn aus. Konzentrier dich. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalte ihn auf. Du hast es fast. Fast. Gleich nochmal von vorn. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalte ihn aus.
Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß! Jetzt zünde die Granate. Einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner weisen Führung wirst du gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Brauchst du eine Einladung? Okay, zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent.
In Deckung, schnell. Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Hier geht's um Tarnung, wie. Schon mal eine Ninja-BD erlebt? Genau so. Super. Weiter zum nächsten Bereich. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Sightseeing oder was? Komm schon, du kannst das. Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform. Okay. Zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir dort. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Du hast es fast. Fast. Gleich nochmal von vorn. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt.
schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal hoch. Der nächste Trottel kann blocken. Jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Thank you.
hast den Pfad des Trottels gemeistert, junge Novizin. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeit für deine letzte Prüfung. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Hat Wakaku dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist gleich. Zieht es durch. Zum Aufzug zu Irland. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Tier könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir. Du bist ein Prüfer-Funky. Das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehört. Team, schau mal an. Bug, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes bist, ruf die Seelsorge an. Ich bin persönlich.
Cybertron euch dort weggeschickt, gemäß Mission 3 von Sensalität. Die ist richtig. Die hier hat man sieht, dass der Krebs wo schwarz macht. Typisches Ghostbuster-Arbeit. Sehr, sehr leicht nicht. Suchen wir weiter.
Schläger! Unsere Zielperson. Was? Haben wir es geschafft? Lädt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Leohorn an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Schließe an. Sandra Dorset, NC570442. Trauma-Team Platin. Platin? Scheiße. Die hätte noch den kleinsten Lisa reagieren müssen.
Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomod. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Cardacho, Zwieback. Du kannst das nicht sehen. Wir sind nur Wannen, Eis, Haken, Bad Weile. Also Scorpion-Chai hat was? Ich hatte eine Idee. Check den Neuropod. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomod stören. Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keinen Rückzieher. Wir brauchen den Biomann intakt, um Blutung zu finden und so. Such den Splitter und zieh ihn raus. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Oh, fuck! Herzstillstand! Hey, sag mir, was da los ist. Jackie, Air-Hypo, fuck, das ist nicht gut. Fang, Chica! Ich glaube. Scheiße, es hat geklappt. Fuera, Chica, bring sie nach draußen! Fuera, schaff sie da raus! Terrasse! Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde.
fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Natürlich ist sie das. So war es doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen, auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Chica. Ich fahre. Das lange. Einfach geil. Eine Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Chica, nicht wie jede andere. Oregon Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Hier kommen Legenden. Wir nicht verhungern. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt ja. Bin ich, oder? Ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Aber das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Gaff! Was der Punkt da? Jetzt pass auf, Jackie! Na los, Pete! Lang nicht! Halt ihn ruhiger! Halten wir! Ja, da!
Schlupflöcher! Die Ziel auf den Fahrer! Ricardo! Ah, dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, wie. Schon okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich. Sowas, du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie nicht nett. Richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Chill sie. Die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Ah, ich spiel wieder den netten Jackie. Träume. Grüß Misty von mir. Werde ich. Hi, luego.
bin Gillian Jordan mit den N54 News und das sind die Lokalnachrichten. Das NCPD rät zur Vorsicht bei der Benutzung von Datenterminals. Eine einfache Routineinspektion ergab, dass viele mit Malware verseucht sind. Polizeiexperten haben mittlerweile bestätigt. Guten Abend, Night City! Mein erster Gast heute ist der Präsident der Kirche von Heliak. Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Möge der gepriesen sein, unser Vater im Himmel. Und unser zweiter Gast ist Karina Lee, Moderatorin der Show Chip-In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Hast du einen Hirnschaden? War es das wirklich wert? Zum dritten Mal. Hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Der Hausmeister kriegt was zu hören, oh ja. Ich bin dir also doch peinlich. Verfickt! Können wir nicht drüber reden? Was war das? Können wir nicht drüber reden? Du lässt mich gehen, oder? Verfickt!